Willkommen zurück. Die Schlacht von Hefei steht an. Yujin kann endlich mal von uns gespielt werden. Ich hoffe, wir haben wenigstens Level 2 Waffen. Am besten natürlich auch Level 3, ja? Naja, nur Level 2, aber ich will jetzt nicht meckern. Das ist ja immerhin was. Und dieses Jahr nehmen wir natürlich wieder verschiedene Affinitäten mit. In meinem Überschwang der Freude, dass ich den Level 3 verkaufen konnte, habe ich nämlich in der letzten Schlacht ja auch konstant dieselben Affinitäten benutzt, was mir einige Generäle etwas schwieriger gestaltet hat. Nicht, dass es wirklich schwierig gewesen wäre, aber es hat halt länger gedauert. War aber generell übrigens jetzt Schlacht ein bisschen knapp. Ich glaube, wenn man könnte natürlich die Objective machen und versuchen, Pangdi abzulenken, damit Hansui funktioniert, und dann gewinnt man wahrscheinlich schneller. Aber ich hätte echt Sorge, dass in der Zeit vielleicht das Maincamp auch schon fallen könnte. Ich weiß nicht. Na, vielleicht bin ich dazu pingelig gewesen. Man kann das Spiel übrigens auch zu zweit spielen, dann sind solche Probleme gar nicht vorhanden, weil der eine könnte dann verteidigen, wenn der andere angreift. Oder halt generell sich um andere Sachen kümmern. Okay, wir haben jetzt schon Himmel gehabt, ne? Ja, Himmel haben wir schon. Ne, Erde haben wir schon, damit wir Himmel mit. Easy. Gut. Alles klar, los geht's. I shall not disappoint you. Besser wenn nicht, ne? Ich weiß, dass ihr drei nicht gut miteinander auskommt, aber ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Ich habe nicht die Absicht, Hefei dem Wu-Clan zu überlassen. Lasst sie uns bis zum bitteren Ende verteidigen. Lord Zha Cao hat großes Vertrauen in Meister Zhang Liao gesetzt, um diesen Ort zu verteidigen. Aber er ist immer noch neu hier. Ich bin gespannt, wie die erfahrenen Offiziere darauf reagieren. Soldaten können auch sehr empfindsam sein. Sie machen sich Sorgen, dass ihr drei nicht miteinander auskommt. Wenn dieses Schloss fällt, gehört Hefei den Wu. Wir müssen unserem Lord diese Demütigung ersparen. Gut, bevor wir jetzt loslegen, will ich erstmal die lustige. Erstmal gucken wir, ob der vielleicht auch Level 3 Waffen verkauft. Wenn der letztes getan hat, müsste der es eigentlich auch tun, oder? Nee, leider nicht. Der hat wohl Pech gehabt. Dann öffne ich noch eben den Energy. Den habe ich die ganze Zeit jetzt nicht geöffnet. Also kurz die Ohren zu halten. Du hast. Okay, ich hab's hinter euch gebracht. Sehr angenehm. Wir legen los. Meister Lidian und ich selbst werden den Angriff des Feindes außerhalb der Burgmauern entgegentreten. Meister Yujin wird die Burg verteidigen. Ist das befriedigend? Das ist nicht befriedigend. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Plan. Was? Aber das sind die direkten Befehle von Meister Cao Cao. Wir können sie nicht einfach abändern. Außerdem, das ist nur meine persönliche Meinung, aber mein Onkel starb im Kampf gegen Lu Bu. Das liegt also daran, dass du mir nicht zuhören willst. Daran liegt es also, okay. Das ist nicht Deutsch, was da steht. Also sagen wir jetzt mal, deswegen hörst du mir, also willst du mir das nicht zuhören. Es hat nichts mit der Eingebung zu tun, sondern nur mit Gefühlen. Wenn ich stören dürfte, ich kann auch dieser Schlagformation zustimmen. Auch nicht dieser Schlagformation zustimmen. Ich bin eben ein Frontkämpfer, darin bin ich gut. Ich würde gerne außerhalb der Burg sein. Das ist großartig. Siehst du, keiner will dir zuhören. Also gut. Ich werde aber tun, was er mir aufgetragen hat. Hierbei solltet ihr besser sehen, sehr intensiv darüber nachdenken, wo eure Pflichten liegen. I do only that which must be done. I hereby stake my life on this battle. Something doesn't feel right here. I have no intention of going to the front lines, you hear me? Then you can protect the castle together with me. Why don't we start by taking a look at the enemy from the castle walls? Is that a ram? We can't let that thing get close to the castle gates. I live to be the first in the battle. So why did our lord place me in charge of defense then? Perfect timing. I was looking for an opportunity to test my new tactics. Uh-oh.
is complete. To battle. Somebody help me! There, the garrison has opened. Advance. This is our chance to make a difference. Follow me, and we will take over the area. Come, I shall be your opponent. I must challenge my limits. I shall pull back for now. But next time, okay. I will not fall so easily. This is going quite well. That was perfect. The ram has been destroyed. That should keep the castle safe for a little while longer. I have captured this position. To bring glory to our forces. I just can't focus on defending a location. My apologies to our lord, but I'm heading out to battle. Well, I can't say that I blame him. Everybody seems to be showing off out there on the front lines. It is time to advance. Master Shu AT, can we leave the defense of the castle in your capable hands? Consider it done. I only ask that the both of you please keep Master Zhong Liao safe. General Zhong Liao has been surrounded at the Western Garrison. See? I told you I had a bad feeling about this battle. Master Zhong Liao has been trapped. He's in need of our help. I have captured this position. My Jin, why do you have such low self-esteem? You need to be more confident. I must challenge my limits. Preparations complete. I'll return after reviewing my strategy. I fight to bring glory to our forces. I have captured this position. I have captured this position. Feared and powerful, Zhong Liao. Huh. This is where you meet your end. Master Li Dian, Master Yue Ji. I couldn't just sit around waiting for things to happen.
taking action suits me much better. Trying to be the hero again, huh? You're making me sick. Oh, I didn't mean that. I know, I know. I'm nothing without you. No, that's not it. I have to change who I am. I have to learn to deal with what faces me. Winning, losing, living or dying, and those results come later. And you've always understood that. And as for my uncle, well, let's leave that for the time being. Let's just win this battle together! You're just full of energy, aren't you? But you aren't getting past me. Operation's complete. I'm glad to see you're safe. Now let us fight together. By getting through this trap, we can lure out the enemies. We must quickly make our way through the Western Garrison. I am fortunate to have you come to my aid. Together we shall crush the enemy. Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started! Very well done, Master Yueji. This may just be me playing a hunch, but rather than attack Sun Quan, we should block this road first. An interesting idea. Then let us head from the cliffs to the bridge. I'll go and take the base in the south then. You will have an easier time of things with the distraction. Very well. I pray for your success. Master Gan Yu and Master Ling Tong have been defeated. We seem to have underestimated the enemy. Advance then! If the decoy is successful, then the enemy will focus on me. That will make your advance a little easier. Using ballistae. We have to stop them or things will be difficult. Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started. That was perfect. Our main camp is going to be in danger. Hurry! The decoy has worked. I'm glad I was able to help. Such great strength. I'm pulling back for now. I fight to bring glory to our forces. I am here to join the battle. I hope you didn't forget about me. I shall join you as well. The enemy has reinforcements? This could be trouble. Maybe we can defeat them using the ballistae. What? Our route has been cut off. No, there's no need to worry. The enemy has not caught up with us yet. You are unstoppable!
Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started. I fight to bring glory to our forces. This is going quite well. That was perfect. This is going quite well. I'll let you go for now. Don't think you've won. I fight to bring glory to our forces. I have captured this position. I'm going to have your head. I must challenge my limits. You sure know how to fight. I fight to bring glory to our forces. Regret coming out here alone. Such great strength. I'm pulling back for now. I fight to bring glory to our forces. The enemy is closing in on our main camp. This battle might not last much longer. I have captured this position. That one is sure to cause us more trouble if not stopped immediately. Begin pursuit at once. We must accept that we have lost this battle. But there is no need to throw away our lives as well. I'm going to have your head! This is going quite well. That was perfect. I'm faster than anybody. The will of three generations of Wu cannot end here. My lord.
away. Still, we injured the commander of the Wu forces and drove them off. That's quite a result. Well done, both of you. I must say, you fought quite impressively. This is what we can achieve when we combine our strength. That's right. So it's in your best interest to take us along with you from now on. Don't make me beg. Very well. We shall work together and keep Hefei safe. Zhang Liao, Yu Jin und Li Dian. Dank ihrer unerschrockenen Anstrengungen gelang es ihnen, Hefei vor einer Invasion zu bewahren. Nach zahlreichen Schlachten einigten sich Cao Cao und Sun Quan schließlich auf einen Waffenstillstand. Sie waren sich einig, dass ihre ständigen Kämpfe um das ausführende Gebiet von Hefei und der Provinz Yang sie nur beide schwächten. In der Zwischenzeit begann Liu Bei damit, seine Stellung auf dem Gebiet Ba Shus zu untermauern. 3 Jahre nach der Schlacht bei Hefei startete er seine lang geplante Invasion in Hanzhong. Andererorts bezog Guan Yu in der Provinz Ying mit seinen Truppen Stellung. Die Verbindung zu den Geschehnissen in Hanzhong war offensichtlich. Verlor er Hanzhong, war auch Chang'an in Gefahr, doch Guan Yu in der Provinz Ying bedeutete auch eine massive Bedrohung. Nach reiflicher Überlegung beschloss Cao Cao, beide Bedrohungen direkt und mit der vollen Kraft seiner Truppen zu begegnen. Er vertraute die Verteidigung Hanzhongs Xiao Yuan an, einem Mann, der sich im Kampf gegen das Chaos bewährt hatte. Xiao Yuan, Zhang He und Wang Ji näherten sich unverzagt dem Berg Dingjun. Die Berggipfel Hanzhongs erbebten lautlos angesichts der unerbittlichen Schlacht, die bevorstand. Ja, das passt ja auch, da habe ich ja wieder Glück gehabt. Ja, die beiden haben wir schon gespielt, ihn noch nicht, obwohl wir schon mehrfach zur Option hatten. Das aber erst beim nächsten Mal. Ich danke wie üblich fürs Zusehen. Bis denne.